Hallo, mein Name ist Hope und mein Leben wurde gerade fabelhaft. Meine Eltern kommen aus Indien und sind hierher gezogen, als meine Mutter mit mir schwanger war. Als ich ein Baby war, war es hart, aber als ich 7 wurde, änderte sich alles. Mein Vater erfand diese super coole App, mit der man Krankheiten über das Telefon erkennen kann. Also wurden wir reich und zogen nach Beverly Hills. Kana, schau, die Villa dort drüben gehört Rihanna. Oh mein Gott, Rihanna, ist du wirklich meine Nachbarin? Oh. Mensch, Beverly Hills war das Paradies, aber es gab ein kleines Problem. Ich hatte keine Freunde. Wir zogen im Sommer um, also musste ich 3 Monate warten, um die Kinder in meiner neuen Schule zu treffen. Ich war gelangweilt in unserer riesigen Villa. Eines Tages beschloss ich, auf den Spielplatz zu gehen. Dort spielten so viele Kinder und hatten Spaß. Ich versuchte, einige von ihnen anzusprechen, aber sie beachteten mich nicht. Also beschloss ich, sie stattdessen vom oberen Teil des Dschungelgerüsts aus zu beobachten. Hey, du dort! Ich? Ja klar, wer sonst turnt da oben rum wie ein Affe? Bist du neu hier? Wir spielen Prinzessin, komm, spiel mit uns. Ja, ich sprang so schnell herunter, dass ich mich fast verletzte und so lernte ich Mac und Becky kennen. Ich war schockiert herauszufinden, dass Becky meine Nachbarin war. Unsere Häuser standen direkt nebeneinander und ich konnte buchstäblich von meinem Balkon aus mit ihr sprechen. Mac hingegen wohnte am Ende der Straße. Also beschlossen wir uns jeden Nachmittag zu treffen und bis zum Sonnenuntergang zu spielen. Dann begann endlich die Schule und wir waren ein ikonisches Trio. Becky war das hübscheste Mädchen mit blonden Haaren und so perfekten Zähnen, dass sie keine Zahnspange brauchte. Mac war die freche Sportliche, in ihren Worten ein Fußballwunder. Während ich das geheimnisvolle neue Mädchen war, das mit 2 der beliebtesten Mädchen in der Schule befreundet war. Und die Dinge blieben großartig, als wir auf die weiterführende Schule gingen. Ich war nicht mehr das geheimnisvolle neue Mädchen, Popularität war sowieso nicht mein Ding. Ich war einfach nur froh, meinen Platz im Technikclub gefunden zu haben. Hey, Hope, Mac fragt, ob wir heute Nachmittag ins Einkaufszentrum gehen. Kommst du mit? Oh, ich kann nicht. Meine Familie feiert heute Diwali. Diwali? Das klingt aufregend. Kann ich mitkommen? Wir hatten noch nie nicht in dabei Diwali. Aber da du meine allerbeste Freundin bist, glaube ich nicht, dass es meiner Mutter etwas ausmachen würde. Juhu! Übrigens, ich hab was für dich. Hier, es wird so leuchten, wenn wir uns nahe sind. Wow, hast du das gemacht? Siehst du, du bist wirklich talentiert, wenn du nur... Becky, wir haben darüber gesprochen. Im Technikclub zu sein reicht mir. Jetzt lass uns gehen, bevor meine Mutter mit uns beiden schimpft. Becky kam sofort vorbei und war total aufgeregt. Sie half uns beim Aufbau, half mir beim Anlegen meines Saris und beteiligte sich sogar an den Gebeten. Alle waren froh, sie dabei zu haben. Diwali verlief großartig. Meine Mutter hatte die beste Zeit, Becky über die indische Kultur zu unterrichten. Später am Abend begann ein starker Regen, also blieb Becky über Nacht. Wir tranken Tee im Wohnzimmer, als ich einen lauten Knall an der Tür hörte. Ich öffnete und es war Mac, durchnässt vom Regen. Oh mein Gott, Mac, geht's dir gut? Becky sagte, ich solle im Park auf euch warten. Ich wartete, als der Regen begann. Ich ging zu ihr nach Hause und mir wurde gesagt, sie sei den ganzen Tag hier gewesen. Warum hast du mir das nicht gesagt? Oh nein, Mac, es tut mir so leid. Ich habe vergessen, dir eine Nachricht zu schreiben. Du hast es vergessen, wir sind Freunde, seit wir Windeln tragen. Aber in dem Moment, als Hope auftauchte, hast du mich vergessen. Das stimmt nicht. Was ist das an deinem Handgelenk und an Hopes? Das sind Freundschaftsarmbänder. Ich kann dir auch eins machen, wenn du willst. So habt ihr also die ganze Zeit über mich gedacht, nur als Überflüssige. Mac, warte! Sie hörte nicht auf uns, sondern ging direkt in den Regen. Und von diesem Tag an änderte sich alles. Wir versuchten in der Schule Frieden mit ihr zu schließen, aber sie tat tagelang so, als wären wir unsichtbar. Und gründete sogar eine neue Clique mit ihren Fußballteamkollegen. Die arme Becky schien so verletzt zu sein. Na, wenn das nicht die Turteltauben sind, sag mal, Becky, wie fühlt es sich an, ersetzt zu werden? Tut weh, oder? Wir haben's kapiert, du hast neue Freunde gefunden. Kein Grund, es uns unter die Nase zu reiben. Ah, Hope, hast du wieder bei Goodwill eingekauft? Ist alles in Ordnung? Ich glaube, der Obdachlose, von dem du diesen Mantel geliehen hast, braucht ihn zurück. Erinnere uns, Mac, muss deine Mami immer noch dein Fleisch in kleine Stücke schneiden, bevor du's isst? Das war vor 4 Jahren, wie kannst du's wagen? War's das? Was ist mit den Bettnässunfällen? Ihre Anhänger kicherten lachend, sogar Becky konnte ihr Kichern nicht unterdrücken. Von diesem Tag an war Mac entschlossen, uns auf die Pelle zu rücken. Wir ahnten, dass sie immer noch wütend auf uns sein musste, also beschlossen wir Abstand zu halten, wann immer wir sie sahen. Endlich hatte ich Zeit für mich, aber plötzlich kam Becky hereingestürmt. Hope, ich habe gerade gesehen, dass der Techniklehrer ein Anmeldeformular für den jährlichen Technikwettbewerb ausgehängt hat. Und rate mal, ich habe dich schon angemeldet, dieses Jahr wirst du's rocken. Bex, das hättest du nicht tun sollen. Ich bin nicht bereit, dieser Wettbewerb ist knallhart. Was, wenn ich nicht über die Gruppenphase hinauskomme? Weißt du, was noch viel schlimmer ist? Gar nicht erst anzutreten. Also musst du alles geben und etwas erschaffen. Du kannst das, Hope. Nein, das verstehst du nicht. Hallo, Ladies. Geh du schon wieder. Siehst du nicht, dass wir mitten in einem Gespräch sind, Charles? Ich spreche nicht mit dir. Hi, Hope. Ich habe deinen Namen auf der Liste gesehen. Ich weiß, dass du es schaffen wirst. Stalker-Alarm. Danke, Charles. Auch wenn ich das wider Willen mache.
Wenn du willst, könnte ich dir beim Brainstorming helfen. Nee, passt schon. Ich werd's rausfinden. Wann wirst du's lernen? Selbst wenn sie brennen würde und du der letzte Tropfen Wasser wärst, würde sie immer noch Nein sagen. Lass es, du bist besessen von ihr seit der Mittelschule. Es ist nicht mehr süß. Becky, das ist gemein. Lass uns gehen. Später entschuldigte sich Becky bei mir und sagte, sie wollte nur helfen. Zumal der Gewinner einen Preis von unglaublichen $80,000 bekommt. Ich weinte vor lauter Nullen. Das war's. Ich beschloss, mein Bestes für diesen Wettbewerb zu geben. Ich arbeitete die ganze Nacht an Entwürfen, was mich so müde und launisch in der Schule machte, aber bisher hatte ich nichts. Eines Tages verschlief ich und kam so spät zur Schule. Ich rannte, um das Ende der ersten Stunde zu erwischen, als ich spürte, wie ein Arm mich packte. Hey, geht's dir gut? Du siehst erschöpft aus. Mir geht's gut. Hör auf, mir überall hin zu folgen, Charles. Nein, ich will nicht mit dir abhängen. Nein, ich mag dich auch nicht. Bitte lass mich in Ruhe. Genau dann klingelte die Glocke und der Flur war voller Schüler und sie alle hörten, was ich sagte. Jeder lachte über Charles. Sag's ihm, Bestie, wir mögen dich nicht, Charles, verschwinde. Ich wollte mich gerade entschuldigen, als er beschämt davonlief. Vielleicht war es das Beste. Ich war es leid, ihn jeden Tag abzulehnen. Ich hatte zu viel zu tun. Ich hatte eine Idee für eine App und ich wusste, dass meine Familie darauf angewiesen war. Bald hörte ich auf, mir Sorgen zu machen und begann, mich zuversichtlich zu fühlen. Meine App war tatsächlich ein Meisterwerk. Eines Tages in der Pause war ich auf der Toilette, als ich das Beunruhigendste hörte. Hast du das Ding mit Hope gehört? Ich habe gehört, dass die App ihres Vaters jetzt ein Misserfolg ist und dass sie so arm sind, dass sie bald im Wohnwagen leben müssen. Ja, das habe ich auch gehört. Wer hätte gedacht, dass die hohe und mächtige Hope früher in einem Wohnwagen gelebt hat? Wie tragisch. Mir drehte sich der Kopf. Meine Familienprobleme waren ein Geheimnis. Wer könnte es ihnen erzählt haben, diese Hexe Mac? Es ist unmöglich, dass sie es gewusst hätte. Und dann traf es mich. Es war Becky, sie war die Einzige, die ganze Zeit zu meinem Haus kam. Deshalb meldete sie mich zu diesem Wettbewerb für das Geld an. Sie wusste es, ich konnte die Wut in mir brodeln fühlen, als ich aufbrach, um sie zu finden. Ich sah sie auf der Tribüne sitzen, perfekt. Becky, wie konntest du nur? Bevor ich meinen Satz beenden konnte, landete eine Ohrfeige auf meinem Gesicht. Es brannte so sehr, dass ich nicht sehen konnte. Komm mir nie wieder nahe, sag nie wieder meinen Namen. Ich will dich nie wiedersehen. Wovon redest du? Ich bin diejenige, die das sagen sollte. Du stellst dich ernsthaft als Opfer dar, nachdem du mich beleidigt hast? Sie riss ihr Freundschaftsarmband ab, warf es mir zu und stürmte davon. Die ganze Schule beobachtete, wie ich verwirrt dastand. Was zum Teufel ist gerade passiert? Ich versuchte, Becky zu erreichen, aber es war unmöglich. Sie hatte mich abgeschnitten. Dachte sie wirklich so wenig über unsere Freundschaft? In den nächsten Tagen in der Schule begann alles Sinn zu ergeben. Becky hatte eine neue beste Freundin und es war niemand anderes als Mac. Es machte mich so traurig, sie jeden Tag in der Schule zusammen zu sehen, während ich allein saß. Später am Tag war ich im Turnunterricht, als die Hexe auf mich zukam. Sieht aus, als wärst du jetzt allein. Jesus, freu dich so viel du willst. Ich bin raus. Was ist mit deiner Einstellung? Du hast normalerweise eine schärfere Zunge. Hör auf mit dem Unsinn, ich weiß, dass du es gemacht hast. Du warst so eifersüchtig auf unsere Freundschaft, dass du sie einfach zerstören musstest. Was, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Welches Video? Mac zeigte mir ein Video, in dem ich schlecht über Becky vor einer Gruppe von Mädchen redete. Aber das habe ich nicht getan. Ich weiß, so sehr ich dich auch hasse, ich weiß, dass du nie was Schlechtes über Becky sagen würdest. Was bedeutet, dass dir jemand übel mitgespielt hat? Oh, ich hätte nicht erwartet, dass du auf meiner Seite stehst, aber du hast so recht. Diese Person muss auch das böse Gericht über das Geschäft meines Vaters verbreitet und mich glauben lassen haben, dass Becky verantwortlich wäre, weil sie die Einzige war, die es wusste. Heißt das, es stimmt? Ja, ich hatte gehofft, den Technikwettbewerbspreis zu gewinnen und meinem Vater zu helfen. Dann solltest du dich auf den Wettbewerb konzentrieren. Ich werde mit Becky reden, mach dir keine Sorgen. Das würdest du für mich tun? Ja, ich glaube, ich weiß nur zu gut, wie es sich anfühlt, ausgeschlossen zu werden. Das tut mir wirklich leid. Schon gut, Beck und ich haben uns versöhnt. Ich glaube, ich war immer ein bisschen eifersüchtig, da es immer nur dich und Becky gab. Und wir hatten nie die Chance, allein abzuhängen. Ich hoffe wirklich, dass dieses Drama enden kann, damit wir wieder das ikonische Trio sein können. Danke, das hoffe ich auch. Die Woche verging schnell und der Tag des Technikwettbewerbs war endlich da. Ich war so bereit, mein Werk zu enthüllen. Mama und Papa waren auch da, um mich anzufeuern. Ich ging, um meinen Namen auf das Anmeldeformular zu schreiben und der Name vor meinem erschütterte mich bis ins Mark. Genau, ich bin auch hier und das ist Evans, mein Partner. Er ist einer der brillantesten Erfinder der Welt und meine Eltern haben ihn angeheuert, um dich zu schlagen. Aber warum? Warum? Ich war immer nett zu dir, aber du hältst mich nur für eine dumme Blondine. Ich war diejenige, die dich zu diesem Wettbewerb angemeldet hat. Ich war diejenige, die sich mit dir angefreundet hat. Du wärst nichts ohne mich. Es wird Zeit, dass du lernst, deine Freundin zu schätzen. Becky drehte sich um. Mac versuchte, sie aufzuhalten, aber vergebens. Plötzlich fühlte ich eine Schwäche in meinen Knien. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten und ließ sie frei fließen.
Oh, Kanna, hör zu, du musst dich konzentrieren. Denk daran, warum du hier bist. Wenn wir unser Leben von vorne beginnen müssen, dann ist das kein Problem. Ich habe es schon einmal getan und ich kann es wieder tun. Lass nicht zu, dass ihr getrübtes Urteil dir sagt, wo du hingehörst, mein Liebling. Ich gab meinem Vater die größte Umarmung und ging in den Saal. Er hatte recht, ich konnte nicht zulassen, dass Becky diesen Tag für mich und meine Familie ruinierte. Als mein Name aufgerufen wurde, ging ich stolz auf die Bühne und begann meine Präsentation. Hallo alle, ich bin hier, weil ich meine Geschichte erzählen will. Aufzuwachsen war nicht immer einfach für mich, bis ich Freunde fand, die mein Leben veränderten. Und auch wenn es unterwegs Höhen und Tiefen gab, werde ich die Erinnerungen, die wir zusammen hatten, immer in Ehren halten. Also habe ich die Idee für eine App namens Memoirlens entwickelt, die nur für dich und deine Liebsten gedacht ist, wo du deine denkwürdigsten Momente speichern und mit ihnen teilen kannst. Das Beste ist, die App erinnert dich jährlich daran, dass du diese Momente wieder erleben kannst. Der Saal brach in Applaus aus. Jeder liebte meine App und ich gewann den Wettbewerb. Ich konnte es nicht glauben, ich war so glücklich, ich hatte meine Familie gerettet. Später in der Nacht war mein Haus voller Freunde und Familie, die feierten. Ich hatte eine gute Zeit, aber dann kamen mir Becky und Mac in den Sinn. Also machte ich einen Spaziergang. Ich war gerade am Ende der Straße, als Charles wie aus dem Nichts auftauchte. Hey, ich habe gehört, du hast heute gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und du feierst deine Party. Hast du vergessen, mich einzuladen? Also ist es nur für Familie und Nahestehende, also... Oh, verstehe. Kommt Becky auch? Ich habe gehört, sie hat dich ins Gesicht geschlagen. Autsch, das muss wehgetan haben von deiner BFF fürs Leben. Fühlst du jetzt, wie es ist? Niemand wird gerne gedemütigt. Warte mal, du warst das. Du hast das gemacht. Natürlich habe ich das, Idiot. Und um es klarzustellen, es war nicht, weil ich so untröstlich war. Igitt, ich wollte einfach nur mit einem beliebten Mädchen ausgehen. Und du schienst leicht zu sein. Und dann hast du mich gedemütigt. Also habe ich ein gefälschtes KI-Video erstellt, das zeigt, wie du gemeine Dinge über dich und Becky sagst. Und ihr seid darauf reingefallen. Schau, wie schwach und machtlos ihr ohne eure Freundin seid. Lächerlich. Von Wut und Schmerz ergriffen, griff ich Charles am Hemd und schlug ihn heftigst. Ich war bereit, ihn zu verprügeln, aber er flüchtete, lachend wie ein Psychopath. Ich rannte zu Beckys Haus. Ich musste ihr die Wahrheit sagen. Ich hämmerte minutenlang an die Tür, bevor sie öffnete. Es war Charles. Er hat ein gefälschtes Video erstellt, um uns zu trennen, weil wir ihn gedemütigt hatten. Was, denkst du kannst das erfinden, um die Dinge zu reparieren? Das wird nicht funktionieren. Es ist vorbei. Nein, warte, sie lügt nicht. Ich habe Charles Geständnis gehört. Ich habe sogar aufgenommen. Sie standen zufällig direkt vor meinem Haus. Becky sah das Video an und begann zu begreifen. Oh mein Gott, dieser Idiot! Oh, Hope, es tut mir leid, ich hätte dir zuhören sollen. Und ich habe dir all diese schrecklichen Dinge gesagt. Oh, ich schäme mich zu sehr, um dir ins Gesicht zu sehen. Es ist okay, Becky. Ich vermisse einfach meine Freundin. Und ich habe auch erfahren, dass du aus dem Wettbewerb ausgestiegen bist, weil du das mir und meiner Familie nicht antun konntest. Es tut mir so leid, dass ich es überhaupt versucht habe. Dann lachten wir beide. Hey, Mac, warum stehst du da wie versteinert? Es fühlt sich an, als wäre ich das dritte Rad. Ich werde einfach gehen, damit ihr euren Moment haben könnt. Wovon redest du? Mac, du bist ein Teil dieser Gruppe und diesmal werden wir dich nicht gehen lassen. Ja, wenn's dich nicht gäbe, würden wir wahrscheinlich immer noch streiten. Also komm her, du. Ich hab euch vermisst. Es tut mir leid, dass ich so gemein war. Es ist jetzt okay. Wie bringen wir diesen albernen Charles dazu, dafür zu bezahlen?